Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier. Wir checken jetzt ein Restaurant ab. Da wurde ich beschworen. They summoned me. Einladung geht raus, Kuss geht raus an Chakao Asian Grillhouse. Nicht nur in Krypto geht's aufwärts, dank der Mine, sondern die Mine arbeitet auch ja, an Food Content. Die haben drei Konzepte. Floors, wie heißt das auf Deutsch, Leute? Etagen. Jetzt habe ich das Prinzip verstanden, Leute. Hier Streetfood auf die Hand für Mittag. Unten Korean Barbecue. Und oben ist halt Mittag-Ding. Dieses All You Can Eat. Das letzte Mal saß ich hier irgendwo mit Maria, glaube ich. Schön. Die haben hier auch eine Terrasse, Leute. Echt nicht schlecht, sehr nice. Vor allem bei der Location. So, All You Can Eat haben die neuen Leute, das checken wir ab. Die Spielregeln, Standard, 2 Stunden, 5 pro Bestellrunde pro Person. So, wir schauen mal rein, Leute. Vorspeisen, paar Suppen, paar Salate. Darauf stehen die Asian Girls immer, außer die, mit der ich gerade bin. Sorry. Dumplings, oh yes. Feine Häppchen. Sushi haben die auch am Start. Fleischspieße, gegrillt, muss. Vegetarisch, schauen wir mal. Peking Duck muss probiert werden. Hier ein paar Gerichte. Spezialitäten. Oh. Beilagen, Pommes, ihr wisst Bescheid. Nachspeise kommt später und Getränke. Den gibt es nicht auf der Karte, Leute. Haben die für mich gemacht. Ice Coffee, Leute. Mit Kondensmilch. Ist gut. Aber jetzt muss ich es so oder so nochmal zumachen. Weil ich muss ja immer zweimal filmen. Für YouTube. So, erste Runde, Leute. Ich muss sagen, Pommes sieht für All You Can Eat sehr, sehr stabil aus. Weil ihr kennt All You Can Eat Pommes, Leute. Sushi sieht gut aus. Shit! Ich habe ja Pommes für mich bestellt. Sehr untypisch für Asian. Asian hier. Buffet. Aber wer hat zuerst Pommes gegessen? Sie. Schaut mal mit Pulver oben drauf. Okay, jetzt ist aber auch nicht so viel los. Was, wenn abends hier alles voll ist? Ob man sich da so viel Mühe für jedes? Das müsst ihr aber finden, Leute. Hi! Hi! Hi, grüß dich! Hallo! Hallo! Hi, ich bin Akiko. So, den Tabaki ist schon da, oder? Und dann darf ich nur Pick hinterher bringen. Haben wir auf der. Genau, wollen wir auf jeden Fall. Für die zweite Runde bestellen. Ah, super, ja. Da schiebe ich mir eine ganze Päckchen hinter da. Ja, wir haben alles. Wenn wir hier eine Schafte, dann können wir nach Hause. Okay. Genau, bei der Ente, wie gesagt, kann man auch mit Nudeln braten, also mit Reis. Ja. Vor allem, wenn du zu Hause nur übrig Reis hast. Also, ist eigentlich auch sehr gut hier. Okay, genau. Danke. Also, ist einfach viel wie möglich dann. Danke, danke. Genau. Kuss geht raus an die Chefin. Zu spät, ich hab schon. Achso, das ist. Dumplings, Leute. Es sieht tatsächlich sehr gut aus. Ohne jetzt bezahlt zu werden, Leute. Xiaolongbao? Nein. Nein, warte. Das ist nicht Xiaolongbao. Xiaolongbao ist mit Suppe. Das ist Hakka, genau. Garnelen. Dumpling. Tintenfischbällchen. Ich weiß jetzt gerade den japanischen Begriff nicht, Leute. Takoyaki. Oh. Takoyaki, gut. Mhm. Ich finde es gut. Gut so immer, gute Konsistenz. Schön knusprig. Pommes mit Stäbchen, ihr wisst Bescheid. Können wir mal schauen, was Sushi kann. So.
Takoyaki sehr gut. Takoyaki sehr gut, sagt sie. Ich fand es auch gut. Frühlingsrolle mit Chicken. Also ich sag's mal so, nicht so wie Mama sie macht, aber kann man essen. Wir haben irgendwas bekommen, was noch nicht auf der Karte ist, Leute. Special. Special von der Chefin, ihr Favorit, meinte sie. Urgeil, sagen wir mal. Urgeil. Urgeil, Leute. Wantan. Hatten wir letztens, war sehr gut. Seitdem schiebe ich ein paar Wantan-Filme. Ich jump auf den Wantan-Hype-Train. Vorspeise hier. Geht voll klar. Es geht so klar, dass. Hattest du schon einen? Ja. Okay. Ich würde sagen, es geht so klar, dass ich einfach noch den zweiten hier verdrücke. Nett, dass du noch fragst. Ah. Pistazie, mhm. Mandel, mhm. Und. Ich weiß nicht. Das haben wir auch auf dem. Frittierte Nudeln. Frittierte Nudeln, I see. Sehr krass. Sehr, sehr krass. Ah, das gibt's ja nicht normal, regulär. Richtig. Das ist jetzt nur für uns, Leute. Foodblogger Special. Aber. Weil der ist zu krass, den kannst du nicht hier raushauen. Hm. Auf Anfrage schon. Hm. Ich hab angefragt. Mhm. Gut, gell? Ja. Now you know why I like to plug you this. Chefs Liebling. Ich habe nicht ganz genau zugehört, was er alles erzählt hat, was da drauf ist. Aber ich mag es, weil crunchy. Also ich mag es so sehr. Für euch nochmal ein genauer Blick. Und war das eins oder sind das zwei verschiedene? Eins, es ist Ente. Hm. Masse. Achso, aber das war nicht von uns, also das haben die uns einfach gegeben. Ja, aber das hätte ich auch. Okay. Das steht tatsächlich auf meinem Weg. Mach's okay. Auf, tust da ja. Die Toppings rein und dann machst du mir dazu. Ja. Du willst Ente. Eigentlich muss alles andere schon mal aufessen, weil vielleicht nach der Ente wäre das ein harter Kampf. Der vorausschauende Boss, Leute. Okay, wir probieren mal, weil die sieht sehr saftig aus. Ich esse alles, ja. Oh, hast du schon? Alles gedacht. Alles gedacht. Wow, wow, wow. Ente ist stark. Ente ist stark, das, ne? So sieht's aus, Leute.
hier ist Toppings Füllung, aber ihr wisst, wie wir es bevorzugen. Ah ja, da hier ist noch mehr Ente. Normal müsst ihr aufessen, Leute. Und normal kriegt ihr auch nicht eine ganze hier. Aber wir dürfen das mit nach Hause nehmen. Das ist mein Abendessen. So, Baus, Leute. Ich sag, die sind extra fluffig und saftig. Und ich weiß gar nicht, wie schwer es ist, guten Bauteig zu machen. Das hier ist ja auch alles all you can eat. Und normalerweise gibt es Strategien, Leute. Und diesen Bau sollte man eigentlich nicht essen. Eine Menge Teig, füllt. Und ich habe hier noch eine sehr Menge viel vor mir. Deswegen bin ich jetzt gerade eigentlich nicht so scharf auf diesen Bau. Interessant. Außen, ja. Interessant, die Struktur. Außen so super schön glatt. Ich habe irgendwie sehr viel Angst und Respekt vor diesem Baum. Was ist das, Respekt? Respekt, ja. Von seiner Füllmenge her habe ich Respekt vor diesem Baum. Und das hier ist halt, was Grizzlybären aus dem Fluss fischen. Geil. Dabei haben wir die anderen noch nicht mal bestellt. Ja, die bestellen wir auch nicht. Wir haben ja voll viel von denen bekommen, was wir unbedingt probieren müssen. Dann hat sie noch gesagt, ess viel. Ja, tun wir auch. Und eine Verdauungspause, Leute. Ein paar Minuten, dann geht's in die zweite Runde. Oh mein Gott. Das darfst du eigentlich nicht machen. Weil dann dehnt sich alles aus. Dann kommt auch Sättigungsgefühl. Ja, aber bis dann. Manche Leute verdauen so schnell, dass man wieder Hunger hat. Bist du so einer? Ja. Manchmal. So, nein, Leute. Auf geht's. Nette Chefin, wir haben ein bisschen gequatscht. Also ich habe mental schon ausgecheckt hier. Aber die schicken uns auch mehr Essen. Noch zwei ihrer Lieblingsspeisen, die wir probieren sollen. Ich bin schon bei meinem Verdauungscocktail und mental bin ich eigentlich schon bei Nachspeise. Okay, frittierte Aubergine. Aber Aubergine isst du ja nicht. So. Würde ich aus dem Gym kommen, dieser Spieß wäre sofort weg, Leute. Runde 2. Die letzten Reserven. My Hero Academia plus Ultra. Mein Gott, Leute, ich bin nicht aktuell. Ich fast aktuell. Ich habe die letzten 2 Monate nicht gelesen, weil Mine und so. Aber ich habe gehört, My Hero Academia ist offiziell zu Ende. Letztes Kapitel ist draußen. Ich bin gespannt. Kuss geht raus an den Leinden, Dennis, an Teiku. Der macht ja Manga Reviews zu My Hero Academia und der war, glaube ich, nicht so begeistert vom Ende. Und er ist schon My Hero Academia Fanboy. So, frittierte Aubergine. Extrem lecker für eine Aubergine. Das geht immer, Leute. Oh. Frittierte Garnelen. Gains, Aubergine. Boah. Gut, nicht gut? Gut. Cool. Sehr gut. Sehr gut, ja. Sehr gut. Flashback von damals, wo wir versucht haben, alles von McDonald's zu essen. Kennt ihr meine Strategie, Leute? Kennst du meine Strategie? Die Strategie ist, wenn du voll bist, isst was Süßes, dann kannst du wieder was Salziges essen. Dementsprechend. Gebackene Banane mit Kondensmilch, Leute. Tschii! Problem ist, die ist nicht so süß und nicht so nachspeisig.
Dann das viel Teig, das ist fast wie eine Hauptspeise, also eine salzige Speise. Deswegen funktioniert meine Strategie nicht. Okay. Grillspieße, auch sehr wichtig. Einfach, aber sollte geil sein. Wahrscheinlich auch ein Publikumsliebling, sag ich mal. Was viele Leute bestellen, was nicht zu wild klingt, was Leute kennen. Zart, lecker, leicht scharf. Ja. Meinst du Lamm, ja? Ja, das ist auch feines Lamm. Haben wir gar nicht bekommen. Sehr gut. Also an sich würde jede Speise nochmal bestellen. Es gab jetzt keine Speise, wo ich sage, hey, das war fail. Nee, das war nie wieder. Fail. Wobei vielleicht die Aubergine würde ich vielleicht nicht nochmal bestellen. Aber nur weil Aubergine halt, man, warum? Wenn man es mag, dann ja. Ja, wenn man Aubergine mag, aber. Wenn man es nicht so mag, dann. Also dieses Garnelen würde ich safe nochmal bestellen. Ente natürlich. Dumpling-Soup oder Wonton-Soup, besser gesagt. Eigentlich alles mit Fleisch. Alles mit Fleisch. Ja. Sushi war auch schon sehr stabil. Oh. Bisschen stärker. Mein Gott, ich rede mit euch. Und das hatte ich aufgenommen. Zweite Mal. Ich habe gesagt, hier gibt es das übliche, Leute, gebackene Bananen, Mochi Eis und wir haben Green Tea Mochi Eis. Oh, danke. Das fusionieren wir jetzt mit der gebackenen Banane für den letzten Bissen in diesem Abysmo. Die gebackene Banane schmeckt viel besser mit Eis. Da kommt der Flavor nochmal durch. Finish. Es gibt noch Verdauungsschnaps von der Chefin, Leute. Ja, dafür muss ich erstmal den hier aufessen. Ihr wisst, Leute, ich kenne meine Limits in Sachen Essen, Alkohol, alles sehr gut. Und ich bin einfach mein Limit. Ja, wünsch mal denen hier viel Glück. In Österreich haben sie anscheinend schon einen Imperium aufgebaut. 15 Läden. Irgendwie selbstgeblasene Gläser, Leute. Die sie auch noch verkaufen wollen. Wir sind finished, Leute. Nächste Einladung ist auch schon geklärt. Die machen noch ein Gastro auf. Wir sind am Start. Oh ja, aber ich habe Gurt verdaut. Das hat geholfen. Ja, voll. Aber einen Spaziergang bräuchte ich trotzdem noch, Leute. Das war's von mir, Leute. Der beste, womöglich, All You Can Eat in München. Wir checken natürlich noch ein paar ab, aber der war stark. Mittagsangebot 19,90. Kriegst echt gehobenes Essen, also nicht schlecht. Und das sage ich nicht nur, weil es auf deren Nacken ging. Empfehlung aus dem Herzen. Vor allem, wenn man es mit den All You Can Eat, zum Beispiel Running Sushi vergleicht, die man kennt. Wenig Auswahl. Die ganze Zeit dreht es sich auf dem Band. Und ja, irgendwann ist es halt auch nicht mehr so fresh. Vor allem die Sachen, die nicht so beliebt sind, sage ich mal. Und da wird es halt direkt frisch zubereitet. Und es wird auch nichts zu viel zubereitet, was dann niemand auswählt und dann irgendwann schlecht geht. Das ist auch eine geile Sache. Ihr wisst Bescheid, wenn man liken, subscriben, kommentiert, checkt die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok und meinem Krypto-Kanal der Mine. Da muss ich endlich mal wieder ein Video raushauen. Aber momentan ist busy. Serious business und ciao.